Wunderschönen guten Abend zusammen. Es wird Herbst und ich habe mir überlegt, was passt besser zur Herbststimmung als ein bisschen Pilzfotografie. Und da möchte ich euch jetzt ein Stück weit mitnehmen zum Pilze fotografieren in den Wald. Ich bin in ein Waldstück gefahren, nicht weit vom Bodensee, das so richtig schön verträumt und verschimmert aussieht. Und da möchte ich jetzt Pilze fotografieren. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach weiter dran. Dann wollen wir mal über ein paar Dinge reden, die bei der Pilzfotografie wichtig sind. Zum Ersten, was brauche ich für die Pilzfotografie? Ich brauche im Prinzip einfach nur eine Kamera und ein Objektiv. Ein Objektiv, mit dem ich gut arbeiten kann und der Meinung bin, dass Pilze gut fotografierbar sind. Ich nehme heute mal mein 70-200mm dazu, habe zusätzlich zu dem 70-200 natürlich ein Stativ dabei. Stativ sollte man dabei haben, weil man eventuell am Abend, gerade bei Sonnenuntergang, ein bisschen weniger Licht hat oder bei Sonnenaufgang ein bisschen weniger Licht hat im Wald und dass man einfach länger belichten kann. Ich gehe ganz gerne in den Wald abends zum Sonnenuntergang, um dort einfach eine schönere Lichtstimmung im Wald zu haben. Oder eben morgens zum Sonnenaufgang. Man kann aber auch natürlich mittags im Wald fotografieren gehen, denn im Wald hat es ja ein bisschen Schatten und das stört die harte Sonne dann nicht so ganz. Was man noch zusätzlich braucht oder mitnehmen kann, ist ein Licht. Das hatte ich schon mal bei meiner Vollmondfotografie erzählt, dass man ein Licht mitnehmen kann, wo man das Licht ganz einfach schöner einsetzen kann und den Pilz damit besser ausleuchten kann. Wen das Vollmondvideo interessiert, verlinke ich hier oben. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Dann habe ich noch dabei Nebel. Ich habe Nebel aus der Sprühdose, habe ich mir bestellt. Ganz cool, kann man so ein bisschen Nebelstimmung noch mit reinbringen und einen mystischen Touch reinpacken. Und kann dann das Ganze verschönern, das Bild. Was dann auch noch cool kommt und was heute immer moderner wird, sind diese sogenannten Black Mist Filter. Da habe ich mir einen Black Mist Filter von H&Y bestellt, den ich gerne nutze für solche Sachen. Wenn ich mal ein Review über den Black Mist Filter von H&Y machen soll, dann sagt mir doch gerne Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Ja, und wenn ihr das eigentlich alles schon habt, Stativ, Kamera, Objektiv, und vielleicht das ein oder andere Accessoire, dann kann es eigentlich schon losgehen. Und dann gehen wir an den Pilz ran zum Fotografieren. So, ihr seht jetzt ja hier mein Setting. Ich habe das Setting jetzt hier so aufgebaut, dass ich die Kamera hier drüben habe, auch Richtung untergehende Sonne. Und habe den Pilz hier von der Seite so angeleuchtet und fotografiere jetzt hier mit dem 70-200 auf dem Pilz aus einer Entfernung von circa 85 cm, auch ungefähr das, was ich brauche, um bei der Naheinstellgrenze zu sein. Und dann geht es eigentlich schon los. Also schöne Lichtstimmung mit dem künstlichen Licht hier erzeugt und Richtung untergehende Sonne fotografiert auf einer Blende 5,6. 5,6 ist bei der Entfernung eigentlich ganz gut. Dann habe ich den Pilz schon komplett scharf und habe trotzdem noch ein zauberhaftes Bouquet im Hintergrund. Jawohl, ich habe sogar noch ein zauberhaftes Bouquet im Vordergrund und habe den Pilz komplett scharf, so wie wir das wollen. Also genial, mir gefällt es immer wieder mit dem Lichtsetup. Und jetzt machen wir gleich noch ein Bild mit dem Nebel.
Ja, jetzt haben wir hier den Nebel. Smoky Fog Effect Effecto Nebbia Condor Photo. Der ist also rein für Foto, ist auch umweltfreundlich und ja gut, er ist entzündlich, aber er ist umweltfreundlich. Das heißt, wir zerstören hier nichts, machen hier nichts kaputt und ja, sind auf der sicheren Seite. Das ist auch ganz wichtig, immer im Wald oder in der Natur sollte man sich immer merken, dass man da natürlich nichts zerstört oder kaputt macht. Und deswegen, ja, lassen wir die Spiele einfach mal beginnen. Machen hier mal ein Nebelsetting. Lassen den Nebel mal hier so von der Seite reinkommen. Genau, super. Ja, sehr schön. Das zieht schon richtig cool rein. Wir gucken mal, ob wir von hier drüben mal so ein bisschen Nebel laufen lassen. Ja, cool. Stark. Kommt richtig gut. Kommt wirklich richtig gut. Finde ich richtig klasse. Man könnte jetzt auch noch das Licht einfach von hinten kommen lassen, sodass der Nebel schöner wirken kann und dass es tatsächlich nach einem Sonnenuntergang aussieht. Das verstecken wir hier mal ein bisschen, das Licht hinter dem Ast da drüben und gucken mal, jawohl, das sieht doch cool aus. Und jetzt lassen wir den Nebel von hier hinten schön hinter das Licht kommen, jawohl. Super Sache. Gefällt mir schon richtig gut. Wenn ihr natürlich hier so ein paar Äste oder so im Vordergrund habt, die ihr nicht haben wollt, könnt ihr die auch vorsichtig auf die Seite räumen, sodass ihr da nichts zerstört oder kaputt macht oder den Pilz verletzt. Das ist auch immer möglich, kein Problem. Oh, hier sind aber viele Waldameisen. Und ich werde hier auch gerade von den Mücken zerstochen an den Ohren. Aue, aue. Ja gut, das gehört halt auch dazu. In dem Fall, für den einen oder anderen, der damit ein Problem hat, unbedingt Mückenspray mitnehmen. Ne? Super. Richtig cool. Finde ich genial. So, und zum guten Schluss bauen wir mal noch ein bisschen Mistfilter, den Mistfilter dran. Den baue ich jetzt dran. Und wenn ich den dran gebaut habe, melde ich mich gleich wieder. Ihr guckt dabei natürlich die Bilder an, wo wir gerade gemacht haben. Wir haben immer noch das Setting, der Pilz da vorne. Licht kommt immer noch von hinten an dem Pilz her. Wir fotografieren immer noch Richtung untergehende Sonne. Was macht dieser Black Mist Filter? Dieser Black Mist Filter ist gerade in der Porträtfotografie sehr beliebt, denn dieser Black Mist Filter zeichnet die Haut etwas weicher und nimmt auch die Lichter etwas softer auf. Im Prinzip ist es so ein kleiner verwischter Filter, der da vorne drauf sitzt und der nimmt dem Ganzen, gibt dem Ganzen nochmal einen etwas anderen Flair. Und ich habe gerade schon mal geguckt, mit der Gegenlichtsituation, mit dem Pilz von hinten angestrahlt, das sieht wirklich cool aus, auch mit dem Black Mist Filter, das kommt wirklich richtig geil. Man kann das jetzt hier oben auch noch so machen, dass das aussieht, als wenn die Sonne da hinten tatsächlich direkt untergeht und drauf strahlt. Ich finde es genial, also mega, mega, mega coole Bilder.
macht richtig Spaß. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man beim Black Mist, das habe ich natürlich auch noch nie gemacht, aber was man beim Mistfilter, wenn man beim Mistfilter mal noch ein bisschen Nebel ins Spiel bringt, ob das Ganze dann nochmal etwas softer wird. Oh ja. Oh ja. Das wird nochmal richtig verträumt. Also sehr, sehr cool. Wirklich genial. Wir können hier sogar mit der Blende noch etwas. Jawohl. Stark. Gefällt mir richtig gut. Wichtig bei Pilzen auch tatsächlich, ihr solltet schauen, dass ihr eine Position findet, wo ihr den Pilz leicht von oben habt, aber wo der Pilz am besten eine Kante nach oben hat, wo man den Stiel dann auch schön sehen kann und der Stiel dann auch nicht verschwindet oder verdeckt wird oder sonstiges. Also ihr solltet leicht gucken, dass ihr leicht von oben, ich habe jetzt hier das Glück bei mir, dass der, ich hole mal schnell die Kamera rüber. So schaut ihr jetzt drauf wie meine Kamera im Prinzip und wir fahren jetzt mal näher hin, dass ihr einfach mal einen Blick dafür kriegt, wie das Setting aufgebaut ist und so sieht die ganze Sachlage aus. Darauf solltet ihr natürlich auch achten, dass ihr den Pilz so fotografiert, dass ihr eine schöne Sicht, eine freie Sicht auf den Pilz drauf habt und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. So, was ist denn jetzt noch wichtig bei der Pilzfotografie? Bei der Pilzfotografie sollten wir einen Wetterschutz dabei haben. Eventuell kommt es auch mal zum Regnen, dann kann das zusätzliche Material hier nass werden. Worauf solltet ihr den Fokus legen? Den Fokus solltet ihr am besten auf den vorderen Bereich des Pilzes legen. Also wenn hier der Pilz ist, dann also wenn das die Kamera der Pilz ist, dann hier vorne drauf oder in den mittler hier leicht hinter den vorderen Bereich, so dass ihr nachher dann alles scharf habt. Blende solltet ihr immer irgendwo zwischen 5,6, 6,3, 8 wählen. Wenn ihr noch ein schönes Bokeh hinten dran haben möchtet, wenn ihr vorne Unschärfen drinne haben möchtet. Ansonsten könnt ihr auch die Blende natürlich voll schließen und könnt auf 18, 16 fotografieren. Verschlusszeit völlig egal. Da könnt ihr machen, was ihr möchtet. Wenn ihr ein Stativ dabei habt, natürlich könnt ihr voll euch austesten und könnt es voll probieren. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie ich gerne Pilze fotografieren gehe, auf was ich meinen Fokus lege, wo ich meinen Fokus lege, was ich gerne für spielerische Sachen dabei habe, wie das Licht, wie den Mistfilter, wie den Nebel, der nochmal eine zusätzliche Stimmung reinbringt. Genau, solche Sachen einfach. Sowas kann man immer mal als Stilmittel benutzen. Langzeitbelichtung macht hier natürlich wenig Sinn. Wenn dann eventuell ein bisschen Wind herrscht oder so, habt ihr überall verschwommene Sachen. Und natürlich, umso näher ihr drankommt, umso weiter müsst ihr die Blende schließen. Und umso näher ihr drankommt, wenn ihr die Blende weiter öffnet, umso unschärfer werden natürlich auch eure Bilder. Das heißt also, hier haben wir einen 2,8er drauf. Wenn ich jetzt mit dem 2,8er zu nah meine Brennweite wähle, dann habe ich schon wieder bei 2,8 nachher solche Unschärfen drin, dass es eventuell ein Stilmittel werden muss, weil ich den Pilz an sich selber nicht scharf habe. Genau. Aber das soll es auch heute zum Thema Pilzfotografie gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal.
aktiviert die Glocke, dass er in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt und wenn ihr weiter dabei seid auf meinen Fototouren. Ich versuche, jeden Samstag oder Dienstag ein Video rauszuhauen. Das variiert immer bei mir, wie ich zum Drehen komme. Ich bin verheiratet, 4 Kinder und so weiter. Ich komme nicht immer ganz so einfach dazu, aber ich versuche natürlich immer Content für euch zu schaffen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen und dass wir wieder gemeinsam zusammen fotografieren gehen. Und schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, welches Bild euch tatsächlich am besten gefallen hat. War es das Bild ohne Mistfilter, ganz normal, einfach nur mit einem bisschen Beleuchtung? War es das Bild ohne Mistfilter mit dem Nebel? Oder war es das Bild mit Mistfilter ohne Nebel? Oder war es und Beleuchtung? Oder war es das Bild mit Mistfilter, Beleuchtung und Nebel? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir lesen, hören uns. Vielleicht gehen wir auch mal zusammen fotografieren. Wer weiß das schon. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden von euch. Übrigens habe ich hier was Neues an. Ein tolles T-Shirt. Kann man bei Amazon bestellen. Ich verlinke es unten rein. Ich verlinke auch mal den Mistfilter und natürlich verlinke ich auch den Nebel, wenn ihr den haben möchtet. Könnt ihr gerne bestellen. Unten drin in der Bio. Jetzt wird es aber echt krass hier. Jetzt verstechen sie mich aber richtig übel. Naja, ich packe jetzt zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Dennis vom Bodensee aus dem Wald. Bis dahin. Ciao.